Ja, so, hier mal kurz gucken und dann, herzlich willkommen bei der heutigen Folge von KRCG, Hallöchen. Ist heute moin, moin. Ein wichtiger Teil, wo ich aufräumen und ein bisschen basteln und so. Das ist hier. Ich hätte schon wieder eine Eier rumliegen lassen, ich glaube nicht, oder? Das ist, Mann, wo bist du überhaupt? Treibst du dich rum? Oben im Fenster. Also im Fenster. Und da oben im Fenster. Wir haben ja kaum Fenster hier. Ach, da ist er. Das war witzig. In dem Augenblick, wo du gewunken hast, hat irgendjemand gekackt. Das geht 1:1 manchmal. Lässt es raus, ja? Habe ich schon... Brunhilde. Brunhilde. Oh, du wunderschönes Monster. Hab ich schon Moin Moin gesagt? Ja, du hast schon Moin Moin. Nee, hast du noch nicht. Moin Moin. So, sind wir das nämlich nicht für nächstes Mal los. Da muss er das nicht nochmal sagen. So. Warte. Moin Moin. Und täglich grüßt das der Murmeldoktor. Ja. Okay. Ja, eine Wunderschönheit. Die Brunhilde. Unser Triumph vom letzten Mal. Aber auch an dieser Stelle darf diese hübsche Schönheit nicht ungeachtet sein lassen. Jawohl. Und wir haben noch ein bisschen gebastelt hier. Genau. Haben wir überlegt. Elfriede. Ja, die haben wir ja auch noch. Genau. Ein wunderschöner, großer Panzer. Herrlich. Großartig. Wir haben noch ein Podest gebaut für unsere Katzen. Keine Sorge, unsere Katzen haben Auslauf, so viel sie wollen. Genauso wie unsere Vögelchen. Die sind ja hier einfach nur viel hübscher und haben viel mehr Platz. Und stören genau. Die Bonus nicht beim Rumlaufen. Und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und wir entlasten und mal so ein bisschen unseren Vorgarten hier. Genau, genau. Da kann man nämlich dann... Alles vollgeschissen haben sie da. Und hier geht das Vier plumpst das ins Wasser und ist weg. Ja, weg jetzt nicht aber es ganz, dauert aber halt, bis es ranschwimmt. So, ja, aber wir können es dann von der Kante runter stupsen. Das stimmt, das stimmt. Haben wir heute schon getrommelt? Ich fühle mich heute noch nicht frei genug. Ich muss heute ich auch nicht. Schnell eine Runde trommeln. Oh. Meine Trommel ist weg. Dann guck mal in dein Inventar. Hab's gleich! Wie soll man sich denn hier befreien, trommeln, wenn du nicht trommelst? Ah! Sehr gut, sehr gut. Der Morgengruß. Mitten am Tag vorgebergt. Reicht jetzt aber auch. So. Hab genug getrommelt. Ich auch. So. Ich hab gefunden. Dann, Was müssen wir machen? Was haben wir... Naja, wir haben eine ganze... Ach so, hier ist übrigens so ein Bunny-Dodo mit so einem Öhrchen. Hast du den schon gesehen? Ich habe ein Bunny-Dodo mit Öhrchen. Ja, ich habe ein Ei eingesammelt, aber das ist jetzt... Ich habe doch letztens aus Versehen einen getötet und dann habe ich dir noch... Da habe ich dir den hingestellt. Oh, das hat er für mich gemacht. Du bist der Beste. Oh. Das ist voll süß. Hallo, kleiner Dodo. Kein Free-Hug, sondern Free-Fist. Free-Fist, genau. Für die Freundschaft. Für die Trieben. Free-Fisting. Man kann die aber nicht zähmen. Kann man nicht zähmen? Nein. Ist ja doof. Na gut, ich würde auch nicht mehr gezähmt werden wollen, wenn mich einer umgebracht hat in der letzten Folge. Ja, das ist halt nicht, hat nicht funktioniert. Okay. Aber er läuft jetzt hier rum. Oder sie. Oder es läuft jetzt hier rum. Ja. Oh. Es läuft hier rum und verteilt Ostereier. Sehr gut. Das ist erklärt, was ich gerade gefunden habe. So, ich habe da was im Klo. Im Klo? Ich hab gespült. Und jetzt? Kann ich mich wieder hinsetzen? Na gut. Ja, dann pack hier ins Beet rein. Ja, aber wo ist denn der Scheiß dann? warte mal. Ich glaube... In deiner Tasche. Ich glaube, irgendjemand hat dahinter gekackt. Das sieht so aus. Guck mal. Ja. Wer kackt denn bitte da vorbei? Alter, kannst du warten, bis ich draußen bin? Es hat gedrückt. Boah! Wie sie Fenster auf. Alter Falter. Mann, 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 Mann. Boah. Jetzt gibt's irgendwelche Kacke im Inventar. Komm, ich hab Dünger im Inventar. So, ist hier was drin? Wollen wir noch mehr anpflanzen? Wir können nie genug anpflanzen. Zitronen? Das ist gut für Vitamin C, da kriegt man nicht so viel Smog. Zweimal Zitronen? Nein, wir wollen doch irgendwas anderes Cooles. Was haben wir denn noch in so einer coolen Samenkiste?
Nee, du hast Samen gesagt. Stimberries, Tinto? Vino Tinto de la Cracho. Elfriede hat gekackt. Ich bring mal Kacke zum Kackehaus. Ist dir schon wieder aufgefallen, dass wir eine Menge Blödsinn machen, aber irgendwie nicht vorankommen? Das ist irgendwie. Manchmal. Was machen wir heute? Also das ist ja. Du bist schon wieder bis zu den Knien im Sand versunken. Im Beet. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Mal ehrlich. Ich? Ja. Ich meine, ich habe mich damit abgefunden, dass du keine Beine hast. Das ist ja. Also du Oberkörpertrainierer. Ja. Aber hast du dir mal ins Gesicht geguckt in letzter Zeit? Hast du dir mal ins Gesicht? Fass dir mal ins Gesicht, dann weißt du, wovon du redest. Fass dir mal ins Gesicht, du. Fass dir mal ins Gesicht. Mann. Und du siehst, Alter, du siehst aus wie meine Großmutter, also väterlicherseits. Ja. Du bist, ohne Scheiß. Du bist, wir sollten da echt noch was ändern bei dir. Ja, wir müssen mal echt zum Friseur, ne? Das wäre gar nicht schlecht. Weißt du, wo einer ist? Also, kennst du dich hier aus? Weißt du, wo einer ist? Ich glaube, ich weiß, wo einer ist. Da müsste man mal hin. Aber wir müssen vorher, haben wir noch ein paar Dinge zu erledigen. Wir haben vorher noch Dinge zu erledigen. Warum? Ich will jetzt ja. Ich kann gar nicht so schlecht aussehen, oder? Liebe Zuschauer, also sehe ich schlecht aus? Ich sehe doch super aus. Wenn ja, aber einen neuen Schnitt und eine fesche Rasur könnte dir ganz gut tun. Was? Willst du damit sagen? Ja gut, ich meine, ja, vielleicht fühle ich mich dann besser. Okay. Ja. Als erstes musst du aber noch Leitern an die Flugplattform bauen, weil sonst kommen wir nicht zu unseren Flugvögeln. Ja, gut, dann. Und ich baue einen Räucherofen, eine Räucherkammer, damit uns das Fleisch nicht so schnell abnüppelt. Abnüppelt ist gut. Dann gehe ich doch mal gucken, was so eine Leiter so kostet, sag ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe mich noch nie eine Leiter gebaut. So. Ich habe auch noch keine Räucherkammer gebaut. Aber das mache ich jetzt. Dann mach das doch mal. Mach ich. So. Gehen Sie mal hier weg. Hier, ne? Hier ist Bauern. Also hier muss einer Bauern. Hast du mich gerade... Hast du nicht wirklich, oder? Wo räuchern wir denn? In der Nähe der Schmiede. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein hübsches Aroma. Ja. Okay. Schön. Wird gemacht. Fein. Wenn ich eine Strickleiter wäre. Wieso kann ich denn davon jetzt eigentlich hinstellen? Wenn ich nicht genug Stroh habe. So. Na gut, dann bauen wir halt noch ein wenig mehr Stroh. Ja, so schön, fein, toll. Mehr Stroh. Stroh, 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 Stroh. So, dann kommt der Kram wieder zurück, weil man den nicht braucht. So, dann kommt das da rein und das hier rein und das dort rein. Nur aufpassen, dass ich mich an der Strickleiter nicht verhedder. Da sind ja schon Leute an Strickleitern elendig verendet. An Strickomanie? An Strickomanie. Die waren strickophil und sind dann, es war ganz schlimm. Das klingt gar fürchterlich. Das ist, ich könnte dir da Dinge erzählen, wenn ich nur welche wüsste. So, wie lang ist denn so eine Leiter? Mal gucken jetzt. Kommst du mal da? Wollen wir Kante und Krise mitnehmen? Und ein bisschen Fleisch holen? Wir sind auch ein bisschen fleischarm. Brauchst du Fleisch auf den Rippen? Ja, wir haben so gut wie gar nichts mehr zu essen. Und das ist nicht gut. Nee, dann fängst du wieder an zu heulen. Ich kenne das schon. Ja. Hast du aktuell was zu essen? Nein. Was denn? Ich kenne das mit den Strickleitern nicht. Strickleitern sind voll doof. Also, wie soll ich die denn verkürzen? Verkürzen ist doch voll dämlich. Kann ich die verlängern? Ich kann sie verlängern. Da hängen sie wahrscheinlich jetzt unten durch. Ist mir egal. So. Ja, aber das fällt kaum auf. Cool, kann ich ja benutzen. Oh, einmal anmachen, einmal gucken. Alter, ich nippel gleich ab. Du musst so was essen. Oh, hier ist schon Drop. Schon Drop direkt vor der Tür. Wupp, wupp. Okay. Ach, na toll.
geht aber auf den kleinen Dicken hier aufzusteigen ohne. Aber das ist ja doof, das wollen wir ja nicht. Ah, Mann! Setz dich dahin, Nightwing! Nein, ich hab. Ich sag's ja, ich werde fliegen und ich werden keine Freunde. Ich sag dir das. Wo soll ich jetzt hin? Ja, bleib da sitzen, lach mich aus, ist mir egal. So. Strickleiter. Hopsa? Hopsala? Ich will nicht abreißen. Okay, dann kann man. Muss man doch irgendwie da drauf können. Halten für mehr Optionen. Wie kletter ich denn eine Strickleiter rauf? Ich weiß es doch nicht. Ist mir egal, ich brauche jetzt noch zwei. Bis zum nächsten Mal habe ich es rausgekriegt. Hier liegt schon wieder ein Ei rum. Das Ding macht mehr Müll als unsere Jungs. Ich bin kurz aus dem Spiel gegangen worden. Das ist gut, das muss man auch mal machen. Ne? Also es gibt ja Dinge, die man halt mal tun soll. Habe zu schnell hintereinander Bären gegessen wahrscheinlich. Verstehe. Alles klar. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu KRCG 2.0, der einzigen Show mit eurem Lieblingsdoktor. Ja, mach doch, was du willst. Dr. Bosch, genau. Das ist meine hier. Oh, jetzt Rage Quit wieder. Nö, mach mal ruhig. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich kann das doch gar nicht ohne dich. Doch, gar dich. Hast du das gehört, was ich gesagt habe? Vielleicht. Sorry. Eventuell? Nö. Ach komm schon, sei doch nicht so. Ich schenk dir auch ein Osterei. Okay. Ist doch Ostern gewesen. Ja, genau. Wie war euer Osterfest? Ja, sag das doch mal, genau. Erzähl doch mal. Wie war denn euer Osterfest? War das genauso aufregend wie bei uns? Darf man seine Zuschauer eingeladen? Wow. Echt jetzt? Hast du das Wetter bestellt? Aber jetzt riechst du auch wieder nach nassem Hund. Das ist das, was mir vorhin schon aufgefallen ist. Du musst zum Friseur. Ja. Und es donnert. Da. Das ist gut. Donnern ist gut. Donnern ist mächtig. So, kochen. Ach, verdammt, wieder verlaufen. Haben wir gar keine Kochstelle? Wir haben keine Kochstelle. Warum haben wir keine Kochstelle? Natürlich, wir haben eine bei mir vor der Hütte. Ich war gerade da und ich bin hier. Ich kann sagen, deswegen. Hier haben wir es doch. Ja. Wir haben vier Stück in der Mitte. Ach, eine Kochstelle. Bei mir. Ich habe Kochstelle gesagt, Herr Kollege. Keine Brütstelle? Keine Brütstelle. Bei mir vor der Tür ist eine. Ja, ist alles gut. Ich hab schon eingepackt. So. Dann, gut, dann habe ich jetzt zwei Leitern gebaut. Wir werden sehen, ob das jetzt das bringt. Also, das jetzt so funktioniert. So. Die Leitern wären dann jetzt fertig, Herr Kollege. Ja! Ich versuche auch wieder an diesem Abenteuer teilzunehmen. Das ist toll! Das freut mich sehr. Ich werde einfach keine Beeren mehr essen. Das ist gut. Mach das nicht. In unserem Lager ist gerade ein wildes Dilophosaurus gespawnt und möchte mich fressen. Was? Kein Scheiß. Ist der lebensmüde? Ich hab mal überlegt. Aber wenn du das unbedingt willst. Stell dir mal vor, du spawnst in so einem Lager und drehst dich um. Auf der einen Seite so ein Katzenbaum voll mit Säbelzahntiger, drehst du dich weiter um, sind dann irgendwie drei Raptoren, dann drehst du dich noch weiter um, dann siehst du Bertram. Ich sagte Bertram. Ja, eben. Okay, ich verstehe auch warum. Weil es ist doch ein wildes Dodo im Lager. Ja, den hab ich ja. Nee, das war irgendwas anderes. Jedenfalls habe ich jetzt den habe ich jetzt mal auf links gedreht. Den Mann. Ja. Weil der war hübsch, aber der kam da durchs Wasser. Ah, hier, da der ist er. Der kam durchs. Hier,
hier, guck ihn dir an. Das ist keiner von uns. Nur denn, weg mit dir. Und sagen, hau ab, Schuh, geh raus, sonst hol ich die Katzen. Okay, das ist ein harter Hund. Das wäre ein weiblicher Dodo, just saying. Was wollte ich überhaupt erzählen? Erzähl ruhig. Ach so, ich habe Handschuhe in einem Drop gefunden. Aha. So. Heavy Metal! Alter! Die sind aber auch vierfach so schwer wie die normalen anderen. Das glaube ich dir. Ah, das ist dann halt so. So, das kommt so hier überall rum. Na egal. So, Herr Kollege, wollen wir denn? Ja, lass mich hier noch ein paar Sachen wegschmeißen, die ich so nicht so wirklich brauche. Schon wieder ein Ei rum. Hör mal auf. Und kacke nicht jetzt auch rum. Ich sammle das jetzt einfach alles ein. Das ist mega. Ja, ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass unser Tag schon fast wieder rum ist, Herr Kollege. Ja. Reiten wir da mit Dings hin? Ich weiß nicht, wo das ist. Du sagst, du weißt, wo das ist. Wenn du sagst, das geht und wir reiten dahin, dann reiten wir dahin. Ja, lass uns reiten. Komm, wir nehmen Kante und Krise. Kante und Krise mit. Jawollski. So, warte. Ich packe hier nur noch kurz Dinge weg, die ich nicht mitschleppen will. Achso. So, Kante und Krise. Wo seid ihr denn? Da ist Krise. Und du bleibst hier mal schön. So. Kann losgehen. Ach ja, das große Brunhilde-Tor. Ja. Du musst einen kleinen Kredit aufnehmen dafür. Ja, definitiv. Aber zum Glück war der Bankmensch Dr. Norm war recht großzügig. Kam mir auch irgendwie bekannt vor. Ja. Raptor ist im Level aufgestiegen. Na gut. Bouncy. Oh, oh, oh. Oh, was? Oh, bin zu lang. Ach, da bin zu lang. An der Affenhütte vorbei. Oh, nee. Ja, dann okay. Dann nicht gut. Was machst du denn da? Guck mal, so macht man das. Und jetzt? Da bist du wieder hoch. Kannst du einmal aufsteigen? Oh, Scheiße. Mann. Hast du ja super hingekriegt. Ich komm zu dir. Oh, da ist Wasser. Kannst du hier rüber hüpfen? Nee, da vorne ist ein Baumstamm. Bin ich denn richtig auf der richtigen Seite hier? Lass mich kurz überlegen. Ja, doch, du musst da über den Baumstamm rüber. Ich muss über den Baumstamm rüber. Ja. Krieg hin. Guck mal. Wie wir das hinkriegen hier. Aha. Drahtseilakt. Tada! Tada! Ah, da hinten sehe ich schon das Schild. Oh ja! Mal gucken. Ach, guck. Hier traut sich ein Friseur hin. Steht da? Friseursalon Flinke Schere. Na gut. Oh, wie Cowboys haben wir gepackt. Echt, haben wir? Ja. Naja, also wir haben schon vom Haus ja. So richtig, ja, Cowboys war das jetzt nicht. Doch. Ja, okay. Okay. So, ich warte mal kurz. Ist das hier? Musst du hier warten? Okay. Okay. Ist aber keiner vor uns dran. Okay. Ich will mal gucken, ob da einer da ist. Soll ich klopf doch mal. Ich klopf mal. Warte. Hey. Willst du zuerst? Oh. Oh. Alter! Hast du den gesehen? Psst, psst.
Ich hau mich weg! Das ist, das ist der Friseur enorm. Da oben. Aha. Stimmt, steht dran. Hallo. Ja, sagt mir schon. Kann ich Ihnen helfen, junge Dame? Junge Dame, nee, wir hätten... Wir bräuchten zwei fesche Herrenschnitte. Oh, ich hätte schwören können, dass Sie... Also, Sie haben so einen weiblichen, femininen... Putex. Der da. Aua. Herrenhaarschnitt wäre schön. Trocken. Ja. Hat mal 5 Mark gekostet. Ein Bart wäre auch toll, ja. Ich würde Ihnen zu gerne helfen. Zu gerne. Aber ich habe zurzeit keine Schere. Das ist doch ein Friseurladen hier, oder nicht? Ja, aber ich, wie soll ich sagen? Ich habe Malheur gehabt. Ein Malheur? Ja, ich hatte einen Kunden, ein Brontosaurus. Und da ist die Schere, wie soll ich sagen, den Weg allen Irdischens. Ja, was ist, wenn wir Ihnen eine Schere besorgen? Oh, dann würde ich sogar umsonst frisieren, junge Dame. Junge, ja, gut, gerne. super, ja. Dann besorgen wir eine Schere und dann kommen wir wieder. Sehr gerne, ja. Machen Sie mit den Schuhen, zieht fürchterlich gerade unten rum. Gerne. Hast du die? Also. Junge! Oh Mann! Okay. Alter! Okay. gut, dann heißt gut. Das jetzt also, wir sollen eine Schere finden, basteln. Ja. Okay. Und da war es wieder, unser altes Problem. Wir brauchen Obsidian. Oh, mach keinen Scheiß, echt jetzt. Doch. Oh, komm schon. Gut. Okay, hilft ja nichts. Wer schön sein will, muss leiden. Genau, das heißt, ab nach Hause, auf die Flugviecher und Obsidian suchen. Ja, dann kann ich mich auch anziehen. Ich bin ja wieder nackt. Nicht, dass es heißt, ich bin wieder nackt. Ja, für einen frischen Schnitt, weißt du, da muss auch mal... Kein Schnitt ohne Ritt. Boah, Alter. Da sagt selbst Kante Füße hoch. Ja, der war so flach. Alter. Liebe Zuschauer, wenn ihr möchtet, dass... Anhalt der Scherz. Oh, scheiße. Pass auf. Das war jetzt dein zweiter Strike. Das ist dir klar, oder? Alter. Hui. Oh, Mann. Ich hätte mir einen Profi aussuchen können, mit dem ich zusammenziehe. Aber nein. Ja, gab's aber nicht. Ich habe das genommen, was über war. So, dann bin ich an der Affenhütte vorbei. Dieses Affenhaus. Nein. Ach, verdammt. Gut, ich darf auch einmal baden. Jetzt hast du einen langen Weg vor dir. Meinst du? Nein. Ich glaube ja. Ach, Blödsinn. Was? Krasse Nummer. Oder? Ey, was war das denn? Was war was denn? Ich sehe Dilos mit Hasenohren. Siehst du die auch? Hä? Warte. Der kommt jetzt gerade auf dich zu. Es ist kein Dilo, das ist ein Oviraptor. Okay. Die sind hilflos. Ja. Der hat Hasenohren, hilflos, der ist nicht hilflos, der ist ein Psycho. Hilflos und harmlos. Was machst du da? Nix. Okay. Ach nee, durch den Vordereingang darf ich ja nicht mehr. Durchs Haus mit den Tieren ist verboten. Ja, das darfst du nicht mehr, das ist richtig. Ich bin auch gleich da. Komm gleich. Achso, falsche Tür. Muss ja da rein. Da. Komm schon. Bin schon da. Mach mal die Tür zu jetzt. Sieht das hier aus. Zieht schon. So. Ich zieh mich kurz um. Fleisch. Ah,
Fleisch, Fleisch. Dann den, können wir da reinpacken, den können wir nicht mit. So, dann gehe ich noch schnell was trinken, dass ich verdurste. Auch eine gute Idee. Hattest du Fleisch ins Nein. Feuer getan? Vielleicht hatte ich das, vielleicht waren da aber nur zwei Stücke drin. Ich habe keine Ahnung, wo unsere ganzen Vorräte sind. Wir haben anscheinend nichts mehr zu essen. Wir werden elendig verhungern, bevor wir Obsidian gefunden haben. Was? Mit Kante gerade was auf links gedreht. Hat er es schon gegessen? Dann ist das in Kante drin oder hat es gegessen? Oh nein, Kante hat es gegessen. Bist du dagegen, dass Kante was isst? Nein. Ich gehe was jagen, ist ja gut. Nein, alles gut, alles gut. Alles gut. Oh, was ist das denn da drüben? Guck mal, ich glaube, dein Haus brennt. Was? Wo? Das muss ich aber genau gucken. Hier vorne ist nichts zu sehen. Schwächeanfall am Dodo, Schwächeanfall am Dodo. Was? Wieso? Ah, es kam jede Hilfe zu spät. Oh nein, er ist schon... Oh mein Gott, er hat sich aufgelöst. Was für ein schreckliches Schicksal. Schrecklich. Habe ich schon schrecklich gesagt? Nein. Gut. Na, ihr süßen Kapsi-Tapsis. Oh, ihr seid so niedlich. Ihr seid so furchtbar niedlich. Ihr seid so... Haben wir denn noch genug Zeit für eine Obsidianjagd? Nein, haben wir definitiv nicht. Wir haben jetzt was zu tun und wir werden was machen. Und wir werden uns vorbereiten für die nächste Folge. Innerlich wie äußerlich und werden vor allen Dingen warten, bis es hell wird, Herr Kollege. Auch eine gute Idee. Deswegen sagen wir an dieser Stelle eine nicht ganz so, naja gut, was heißt nicht so aufregende Folge. Wir haben einen eierlegenden Dodo gesehen. Alles gut. Ich hab nichts gesehen. An dieser Stelle möchten der Dodo und ich. Flaming Dodos! Flaming Dodos! Und mit diesem Eindruck eines brennenden, hübschen Osterdodos möchten wir uns heute von euch verabschieden. In diesem Sinne, ab in die Rinne! Nicht vergessen zu teilen, zu liken, zu subscriben und abonnieren und die Glocke ordentlich auf die Glocke läuten. Und alles. Reingehauen. Vor allen Dingen jede Menge alles. Reingehauen. Tschö, bitte. Ciao.